Hey ihr Lieben, hier sind wieder eure Lieblingsspieluden von der Formatio Unvermeidbar! Seid herzlich willkommen hier bei unserem zweiten Studio-Vlog. Wir wollen euch mitnehmen auf unsere Reise zur neuen CD. Wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das unbedingt nachholen. Da könnt ihr schon mal sehen, wie wir Gesang aufgenommen haben und was wir bei Rack Musik Production am ersten Wochenende so getrieben haben. Jetzt schauen wir erstmal ins zweite und dritte Wochenende. Viel Spaß! Absolut. Ich filme euch gerade übrigens. Hallo! Was geht, meine Freunde? Hallo, meine lieben Freunde! Da sind wir wieder. Wir sind gerade zum zweiten Mal, das zweite Wochenende beim lieben Robert hier im Studio. Und diesmal ist unsere wunderbare Annie dabei. Letztes Mal waren T und Tina mit, heute ist Annie mit. Wir machen noch ein bisschen Dudelsäcke, morgen vielleicht schon mal was an den Trommeln, mal gucken. Aber ihr werdet bestimmt noch ein paar Einblicke von den Dudelsack-Aufnahmen sehen. Und da ist der Robert. Hallo! Hallo. Ist mir zu laut? Okay, nochmal ganz kurz. Yo Leute, hier sind die TrommlerInnen von Unvermeidbar. Und wir sind zum zweiten Wochenende jetzt hier im Studio bei Rack Music Production. Und gestern haben wir die Dudelsäcke auf jeden Fall in den Kasten gekriegt. Und heute ist was dran? Heute machen wir mit den Trommeln weiter. Ja, es ist wirklich endlich soweit. Wir haben es nach 3 Tagen geschafft, diese wunderschönen Instrumente fertig zu machen. Die Jungs haben das wirklich toll gemacht. Und heute geht's weiter. Wir machen Trommeln. Wir haben gerade schon eine coole Probespur aufgenommen. Da hat der liebe Robert gerade ein bisschen dran rumgeschnippelt und gemacht und getan, damit das auch alles wirklich cool für euch klingt. Heute wird den ganzen Tag Trommel in diesem kleinen Raum hier reingeprügelt. Das wird wirklich angenehm für unsere Ohren. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und bis später. Bye. Ich kann uns sowieso überlegen. Jetzt erstmal würde ich halt gucken, wie es hier drin klingt. Ja. Ich habe mir hier mal eine Äpfel rausgenommen. Ja, da waren 2 Bassschläger bei mir. Ja. So würde ich, glaube ich, machen. Johann, noch mal? Ja. Das ist richtig gut, ja. Ja, cool. Aber was schnarzt da so da dran? Ja. Das ist ja scheiße. Ich versuche dir mal wieder das Metronom schon vorher zu geben. Direkt noch ein? Ja. Wir haben heute echt richtig viel geschafft. Bena hat richtig reingehauen. Wir haben alle fleißig mitgedacht. Und ich glaube, wir sind schon fast durch für heute. Wir waren sehr fleißig und nächstes Mal geht's weiter. Sexy Hexy. Wow. I wanna go home. I wanna go home. Also auch wahr noch. Was sagst du? Gut. Big Rösti. Wir sind wieder auf dem Weg ins Studio. Hallo. Was sagen Sie dazu? Ich freue mich riesig. Hallo Annie. Hi. Wir gehen ins Tonstudio. Genau, alles fit. Wo waren Sie gerade? Hä? Wo waren Sie gerade? Hier, wir so ein Brötchen reinbleiben. Nein, wo Sie waren. Pissen. Thank you.
Die Trommeln aufzunehmen hat echt Spaß gemacht, aber alter Schwede hat einem danach der Schädel gedröhnt. Heide Witzka. An diesem Wochenende durften wir auch Wanni besser kennenlernen, Roberts bezaubernde Freundin. Die beiden haben übrigens auch ein mega cooles Projekt namens Varavana, welches ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Wanni und Robert haben so viele schöne Instrumente, da war ja eine kleine Dance-Session quasi vorprogrammiert. Das war der zweite Studio-Vlog von uns für euch. Wer den ersten noch nicht gesehen hat, der guckt einfach unten in die Videobeschreibung oder swipe rüber auf unseren Channel. Da könnt ihr sogar die ganze Playlist mit allen Studio-Vlogs finden. Wem das alles nicht reicht, darf gerne unsere alten Videos gucken, auf unseren anderen Socials vorbeigucken. Aber hier könnt ihr erstmal ein Abo dalassen, einen Daumen nach oben geben, aktiviert die Glocke und keine Ahnung, was man hier noch alles machen kann. Auf Instagram seht ihr schöne Fotos von uns, auf Videos seht ihr uns live, auf Bühnen oder eben auf irgendwelchen Wiesen, wo wir unsere Kunst zum Besten geben. Damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Vlog. Es waren für euch mal wieder die unfassbar gut aussehenden Spieluden der Formatio. Unvermeidbar! Macht's gut!